Ah, okay. Jetzt gucken sie. Na, na, na? Jetzt sind sie wieder beschäftigt. Okay, okay. Okay, dann klettern wir mal hier hoch. Oh Gott. Oh, kletter, kletter. Sei ein kleines Kletteräschchen und kletter bitte hier hoch. Und so, dass wir nicht runterfallen, das wäre ganz schön blöde bei der Höhe. Und das liegt eigentlich nur alles nur an mir, ob ich hier die richtige Mausführung schaffe. Oh Mann, hat das auch ein Ende? Das wäre total toll. Okay. Und jetzt, Bewegung. Ja, super. Und noch mit Zeit? Ich traue mich gerade nichts anderes zu drücken. Hä? Okay. Was? Nicht auf die Plätze. Doch nicht. Achtet auch noch. Na ja, dann. Oh, Mann. Und ich weiß auch, dass es nicht besser wird hier mit diesen Sachen. Frag mich, ob wir es jemals schaffen werden, dieses Spiel durchzuspielen. Ich bin aber guter Dinge. Hallo, ihr Polizisten, ihr seht mich nicht. Ich bin unsichtbar hier oben. Auf die Plätze. Oh Gott. Kann ich hier runterklettern? Oh, super. Die Zeit ist gleich um. Oh wei, oh wei, oh wei. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Achso, die Zeit ist nicht mehr da. Das ist schon mal gut. Jetzt bitte hier nicht auf die Plätze. Das wäre super. Oh Mann. Nein! Hü! Verdammt! Huch! Haben die mich jetzt gesehen? Nee, anscheinend nicht. Wir haben nur an Punkte verloren. Naja, egal. Hauptsache, wir sind hier unten. Und jetzt? Hier ist eine Leiter. Ich gehe mal lieber nicht so nah zu den Polizisten. Das wird doch bestimmt nichts. Wieder hier rüberklettern. Ja, hier rüberklettern. Wir hätten mal mehr Jojo spielen sollen. Hätten wir das hier mehr trainieren können. So lasse ich den Herrn nur die ganze Zeit hier runterplumpsen. Da ist ein offenes Fenster. Glaube ich. Okay. Irgendwie war mir, als ob ich hier irgendwas Wichtiges machen musste. Was ich beim ersten Mal gemacht habe, aber nicht mit... Also, dieses Fenster gehört zu Tiffanys Wohnung. Wenn ich das nur öffnen könnte. Aber nicht bewusst? Das hat mir irgendwie geholfen. Ich weiß leider nicht mehr was. Und ob das überhaupt so war. Ist hier hinten irgendwas? Was uns irgendwie weiterbringt. Ha! Was auch immer das... Was? Hier war doch gerade was. Ah nee, so. Genau. Jetzt habe ich einen Stein in der Hand. Was mache ich jetzt mit dem Stein? Reinschmeißen? Nee. War da nicht ein offenes Fenster? Nee. Seltsam. Kann ich den Stein wieder wegbringen? So. Nee. Ich kann hier nur reingehen. Okay. Ist das nicht ein bisschen auffällig? Dass hier irgendwas... Ich war nicht gerade stolz darüber, wie ein Dieb in Tiffanys Wohnung eingebrochen zu sein. Aber ich hatte keine Wahl. Ich hatte den ganzen Tag fast nichts gegessen. Ich war geschwächt und müde. Okay. Also wir sind jetzt in seiner... Nicht in seiner... Was? Okay. Bloß nicht. Und das Bett. Warum auch immer. Wir sind in der Wohnung von Tiffany, von seiner Ex-Freundin. Und wir hatten gerade, das war Tyler, ne? War das Tyler, der unter das Bett geguckt hat? Anscheinend kriegen wir gleich wieder Besuch. Oh mein Gott.
Wer streicht denn bitte seine Wohnung in dieser Farbe? Himmel, oh je. Schrecklich. Oh Gott. Naja, nun gut. Ist hier irgendwie was, was uns... Was ist denn das? Ein Garten? In der Wohnung? Baut da jemand etwas an? Komisch. Fernsehen? Ich möchte kein Fernsehen. Was ist denn das hier? Nichts? Das ist super. Horchen? Sie haben eine neue Nachricht. Heute um 10.41 Uhr. Hallo, Frau Harper. Ich bin Inspektor Carla Valenti von der New Yorker Polizei. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ich versuche es am besten später nochmal. Oh je. Hier, ess mal was, Lukas, esse was oder irgendwie. Schrank? Eine Karte? Nichts zu essen da. Aber eine Karte. Verdammt. Ey, uns geht's richtig miserabel. Das ist super. Nichts zu essen da. Ja, ich merke schon, deine Ex-Freundin hat's nicht drauf. Oh, Nutella. Nee, Moment. Nutoll? Ja, Nutella. Ess Nutella. Ach, schön. Plus 5. Oh Mann. Wieder zu. Mit Handschuhen Nutella essen. Naja, nun gut. Kühlschrank. Ah, Sandwich. Esse mal. Mach mal happy happy. Er ist wie so ein kleines Eichhörnchen. So, oh, meine Nüsschen, meine Nüsschen. Möchtest du noch was trinken, der Herr? Guck mal hier, Milch. Okay. So. Wieder zumachen. Fernseher. Und um die Meinung eines Fachmanns zu hören, darf ich nun einen der angesehensten Spezialisten für Maya-Zivilisationen begrüßen, Professor Dimitri Kuriakin von der Mesoamerikanischen Universität hier in New York. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Professor. Sie haben ein faszinierendes Buch über Maya-Rituale geschrieben und ich würde Sie nun gerne bitten, uns... Ein Spezialist für Maya-Zivilisationen. Der muss wissen, was Quetzaltenan bedeutet. Ich muss diesen Professor Kuriakin aufsuchen. Super. Sind wir mal wieder bei den Mayas angelangt? Hallo? Ich bin mal in deiner Wohnung. Ist es okay? Hat ja noch einen pinken Pullover an. Was machst du hier? Du hast mich vielleicht erschreckt. Die Polizei sucht mich. Ich muss mich irgendwo ein paar Stunden ausruhen. Lukas, was ist denn los? Es heißt, du hättest mehrere Leute getötet. Ist das wahr? Die ganze Sache ist sehr kompliziert. Aber du musst mir glauben, ich bin kein Mörder. Ich weiß, dass du so etwas nie tun würdest. Lukas, du musst das erklären, ihnen sagen, dass du unschuldig bist. Ich muss erst rausfinden, was mir genau passiert ist, Tiffany. Nur dann kann ich meine Unschuld beweisen. Okay, es sind bestimmt die Bullen. Lukas, die Polizei. Hm? Es ist alles aus. Nein, die werden dir sicher nur ein paar Fragen stellen wollen. Versuch ruhig zu bleiben, Tiffany. Und beantworte ihre Fragen. Ich verstecke mich hier. Die sind gleich wieder weg, glaub mir. Okay, ich habe das Gefühl... Frau Harper! Frau Harper, sind Sie da? Ich muss mal ganz kurz hier reingehen. Eine Sekunde! Ich komme! Um was zu gucken. Ich glaube nämlich... Nee, da möchte ich mich nicht verstecken. Ich dachte irgendwie vielleicht, dass wir das Fenster zumachen müssen. Ist ja ein bisschen sehr auffällig, ne, dass da... jemand ist. Hier war doch, genau. Wie süß das aussieht. Ja, versteck dich im Schrank. Bleiben. Wir bleiben mal hier drin. Lukas, ich kann sie nicht länger warten lassen. Ich muss jetzt aufmachen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Das wird doch bestimmt was. Im Schrank guckt doch nie ein Mensch nach.
Frau Harper? Ja? Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Ich untersuche den Fall Lucas Kane. Wenn ich recht informiert bin, sind Sie seine Freundin, oder nicht? Seine Ex-Freundin. Wir sind getrennt. Seit ungefähr einem Monat. Haben Sie in letzter Zeit etwas von ihm gehört? Versuchte er, Sie zu kontaktieren? Ich war bei ihm, und zwar vorgestern, um ein paar Sachen zu holen. Ich blieb nicht lang. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Dürfte ich mich hier mal kurz umsehen? Tja, nein. Aber es ist... Dauert nicht lang. Okay. Sehr unauffällig. Was? Oh Gott. Ich habe vergessen, den roten, glaube ich, zu drücken. Mal gucken. Nicht niesen, Lukas, ist halt okay. Sie renovieren wohl, hä? Ja, die Wohnung sah ziemlich schäbig aus. Deswegen streiche ich sie neu. Das wird aber noch dauern, denn mein Job lässt mir nicht viel Zeit um. Und was ist Ihr Beruf? Krankenschwester. Im St. Jones Krankenhaus. Auf die Plätze. Oh. Okay. Da guckt der Taylor auch hier noch. Jetzt sieht er dort Fenster, eindeutig. War eine super Idee. Wieso ist Ihr Fenster kaputt? Ach, das? Da bin ich gestern dran gestoßen, als ich die Möbel verrückte. Der Glaser wollte es zwar heute reparieren kommen, aber er hat mich wohl vergessen. Der sieht auf jeden Fall den Stein. Oh nee, doch nicht. Jetzt guckt er da im Bett nach, ne? Das haben wir in der Vision gesehen. Okay. Weiter. Geht's noch schneller? Oh Mann. Da bin ich nicht. Was? Da könnten wir uns auch verstecken. Hier gibt's ein Bad. Wo war das denn? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Falls Kane sich bei Ihnen meldet, rufen Sie mich bitte sofort an. Ja, aber hier natürlich. Ist meine Karte. Passen Sie auf sich auf. Kane ist extrem gefährlich. Mein Gott. Ah, Museum. Minus 20 Grad. Der Typ sieht aus wie Hitman. Dieser Mann, den ich flüchtig aus dem Fernsehen kannte, war meine letzte Hoffnung. Ich wusste zwar nicht, inwiefern das Geschehene etwas mit den Mayas zu tun haben konnte, aber ich war inzwischen bereit, jegliche Erklärung zu akzeptieren, die mir den Albtraum, den ich durchlebte, irgendwie plausibel machen konnte. Hallo, 47. Hallo. Ich bin Journalist. Ich bin mit Professor Koryakin verabredet. Er erwartet Sie bereits. Okay, wir sind also im Museum und wollen was über die Mayas herausfinden. Weil die Mayas sind da in allem schuld und haben alle rausgefunden und wir werden alle sterben. Grundaltar, der vermutlich für Opferrituale benutzt wurde. Frühe postklassische Epoche. Okay. Vielleicht sollten wir einfach, bevor wir hier... Okay, das können wir uns alles angucken, das ist absolut super. Dum, 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 dum. Hier sind die Schlangen, aber wir werden mal mit dem Herrn hier quatschen. Zu dem wollten wir auch, ne? Na, jetzt quatsch. Professor Koryakin? Ja? Ich bin John Cunningham. Ich hatte Sie angerufen. Ich bin Journalist und arbeite gerade an einem Artikel über die Maya-Religion. Ah, ich hatte Sie schon erwartet, junger Mann. Was sagten Sie noch gleich, für welche Zeitung Sie arbeiten? Freier Journalist, erfinde National Geographic? Nun, ich bin freier Journalist. Ich arbeite jeweils mit der Zeitung, die gerade Interesse hat. Eigenartig. Irgendwie kommt mir Ihr Gesicht bekannt vor. Kennen wir uns vielleicht bereits? Aus dem Swingerclub vielleicht ausweichen. Spaßen. Ja, das höre ich oft. Ich muss wohl ein Allerweltsgesicht haben. Das gibt's ja leider. Tja, dann legen Sie ruhig los. Was möchten Sie wissen? Erzählen Sie mir bitte von Quetzalcoatl. Gerne. Hierher, ich mache Sie bekannt.